Moin Moin, hier bei den Lazy Looters und einem Sammelobjekte-Guide für The Last of Us Part 2. Wir befinden uns in Seattle, Tag 1, Kapitel Das Tor. Hier gibt's 6 Artefakte, 4 Karten und einen Tagebucheintrag. Relativ am Anfang, wenn ihr noch mit dem Pferd unterwegs seid, wird Dina euch darauf hinweisen, dass hier ein paar Autos rumstehen. Das heißt für euch, runter vom Pferd, rein in die Bushaltestelle und die Sammelkarte holen. Auf dem mit Gras überwucherten Highway seht ihr später auf der linken Seite dieses Gebäude. Einfach rein durch die Tür, ran an die Pinnwand und die Sammelkarte mitnehmen. Im gleichen Gebäude, einfach einen Raum weiter, ist hinten in der Ecke in der Schublade dann das Artefakt. Die Karte von Seattle. Extremst hilfreich. Nach einem weiteren kurzen Ausritt kommt ihr dann an das Tor. Auf der rechten Seite ist eine etwas unfreundliche Schrift, die uns unseren Tagebucheintrag bringt. In der Mitte finden sich solche Containerzentralen, die eingebunkert sind mit sonst irgendwas. Auf welche Art und Weise man da auch immer rein möchte, entweder hinten durch den Haupteingang, der ist nämlich offen, oder man steigt stylisch durch das Fenster. In der Mitte auf dem Tresen liegt unser zweites Artefakt. Aus dem Container von Artefakt 2 durch die Tür einfach wieder raus und in den anderen Container, der direkt gegenübersteht, durch die Tür wieder rein. Jetzt dreht man sich einmal ganz cool im Kreis und dann liegt in der Mitte fast an gleicher Position unser Artefakt Nummer 3. Nachdem ihr es jetzt über die Mauer geschafft habt, geht ihr eine Reling entlang in einen Wachturm. Aber nicht direkt runter, sondern dreht euch einmal um und erstmal die Leiter nach oben. Denn oben angekommen, wenn man erstmal ein bisschen gelootet hat, findet man unsere nächste Karte. Und direkt 2 Schritte weiter, dann unser Artefakt Nummer 4. Nachdem ihr jetzt den Turm runtergeklettert seid, trefft ihr wieder auf einen von diesen komischen Containerzentralen. Mal eben einen Stein genommen und das die Scheibe eingeworfen, reingeklettert und weil ich mich mal wieder wie im Vollsucht bewegt habe, habe ich es euch mit einem Pfeil markiert. Da hinten in der Schublade findet ihr Artefakt Nummer 5. Nachdem wir jetzt auf der anderen Seite von dem Container den Generator angeworfen haben, schnappen wir uns das Kabel und werfen es zielsicher über den Container auf die andere Seite. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Schlaue Menschen nehmen übrigens die Tür auf der linken Seite, denn das ist sehr viel einfacher und schneller. Und dann klettern wir das Kabel auf den Container nach oben. Hier hat sich's anscheinend schon mal jemand gemütlich gemacht und uns ein paar Dinge hinterlassen. Zum einen ein Artefakt. Und zum anderen, unter dem ganzen anderen Kladderadatsch, unsere vierte Karte. Und damit hätten wir alles, was das Tor betrifft. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, gerne den Daumen nach oben und abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Happy Looting!